als eines Instruments der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich. Zwar müssen wir zugeben, dass die Sprache im Alltag wie ein Mittel der Verständigung erscheint und als dieses Mittel für die gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens benutzt wird. Allein, es gibt noch andere Verhältnisse als die gewöhnlichen. Goethe nennt diese anderen Verhältnisse die tieferen und sagt von der Sprache: Im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig aus, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tieferen Verhältnissen die Rede ist, tritt sogleich eine andere Sprache ein, die poetische. Von Aristoteles wird berichtet, dass er hin und her wandelnd in Schattengängen Athens zu philosophieren pflegte. Heidegger ist auf Feldwegen zu Hause. Wegmarken nennt er die Stationen im Unterwegssein. Das Ziel, auf einen Stern zugehen, nur dieses. Dankbar erinnert sich Heidegger des Feldwegs, durch den er einst, zunächst unbeholfen im Umgang mit den großen Philosophen, auf den Weg seines Denkens gebracht wurde. Aber auch der reife Denker sieht sich durch ihn ermutigt, dort unterwegs zu bleiben, wo das Ziel nicht greifbar und der Pfad nicht ausgetreten ist. Dort, wo die meisten sprachlos werden. So bleibt Heidegger natürlichen Erfahrungen nahe. Und sein Denken, weder spröde noch mystisch, ist gesättigt vom eingesogenen, erlaufenen, erfahrenen seiner Landschaft, die auf die Jenseite, das Heimischwerden im Ungewöhnlichen des Geheimnisses verweist. Übersetzen ist für Heidegger kein Transport eines Pakets aus einem Idiom zu einem anderen, sondern umgekehrt ein Übersetzen des Denkens selber durch einen Strom an das andere Ufer, nämlich zu dem, was schon zur Sprache gekommen war. In heutiger Zeit, wo die Sprache zum bloßen Zeichensystem geworden ist, ist Heidegger ganz unzeitgemäß. Aber dieses Unzeitgemäße ist vielleicht die Bedingung eines echten Verstehens des heutigen Selbst, unterwegs zur Sprache. Und das ist das einzige Geheimnis Heideggers. Biografische Ausführlichkeit abholt, das Haus der Mutter in Göggingen, der Bruder Fritz mit Cousine. Weil der Denkweg nicht im Lebensweg aufgeht, ist Heidegger doch seiner Herkunft stets treu geblieben. Die Schule war immer der Frechste und der Gescheiteste. Er war doch klein und die anderen haben kolossalen Respekt gehabt. Ja. Aber Sie haben Ihren Bruder doch auch immer so ein bisschen philosophisch begleitet. Sie haben die Werke abgeschrieben, Sie haben sich oft getroffen, haben Sie den auch... Ich habe ihm sogar manchmal Ratschläge erteilt. Über was? Hat nicht lieber viel zu. Ich meine, was Nein, speziell? Zum Beispiel beim Kollationieren. Da habe ich hier und da mal gesagt, er hat manchmal in einem einzigen Satz mehrere Wahrheiten. Dann habe ich gesagt, Martin, das geht nicht, du musst es auseinanderreißen. Ja.
Das Verniedlichende des Genres, das Zeitbedingte des Dekors, die ländliche Tracht mögen das Auge verführen. Psychologisierende Demaskierung hält sich oft an Ungewohntes, verwechselt leicht das Aussehen mit dem Gedanken. Er ist 8 Tage vom dreimonatlichen Krebssterben. Meine Mutter ist ja noch mal gekommen. Und dieses Handexemplar, ein ganz besonderer Einband von seiner Zeit, den hat er mitgebracht und hat ihr aufs Totenbett gelegt. Nun hat sie gesagt, ja, was ist es, das wieder? Ohne Ahnung gehabt, dass das Hauptwerk ist. Ne? In Meßkirch stand das Geburtshaus, stehen das Messnerhaus des Vaters und die Kirche, in der sich die Leutebuben die Hände an den Glockenseilen heißrieben. Mag, was man den Werdegang nennt, illustrativ sein. Das, was sich zwischen den Zeilen biografischer Memorials und zwischen Schnappschüssen für Fotoalben abspielt, ist selbst durch Atmosphärisches nicht zu erschließen. Und doch stehen Erinnerungen auf. An den Schlossgarten in Meßkirch, an den Eichbaum, dessen Wachstum den jungen Heidegger Langsamkeit und Städte lehrt, ihm die Weite des Himmels sichtbar macht und den Schutz der tragenden Erde vor Augen führt. Ausblick auf spätere Einsicht, die Welt gründet sich auf die Erde und die Erde durchragt die Welt, wird Heidegger sagen. Erinnerungen an die Gymnasialzeit in Konstanz und später dann im Schatten des Freiburger Münsters auch an dortige Studentenzeit. Erinnerungen an das Geläut der Glocken, die, so der späte Heidegger, der geheimnisvollen Fuge kirchlicher Feste und dem Gang der Jahreszeiten und damit Zeit und Zeitlichkeit auf ihre Weise Ausdruck geben. Nach Promotion und Habilitation in Freiburg folgt Heidegger 1922 einem Ruf nach Marburg, wo er mit Nikolai Hartmann, Rudolf Bultmann, Paul Friedländer, dem Archäologen Paul Jakobsthal und dem Kirchenhistoriker Hans von Soden in einer humanistischen Griechenrunde verbunden unter den Augen der Neukantianer die entscheidende Wende der neueren deutschen Philosophie vorbereitet. Wenn im Arbeitszimmer des Ontologen Nikolai Hartmann die Lichter ausgehen, leuchten sie, erzählt ein Beobachter, in dem des Fundamentalontologen Heidegger auf. Er, nach einem Wort Hannah Arendts, der heimliche König im Reich des Denkens, lockt viele Studenten nach Marburg. Denn das Gerücht geht, durch ihn ist das Denken wieder lebendig geworden und die totgeglaubten Bildungsschätze der Vergangenheit werden zur Sprache gebracht. Die vorlesungsfreie Zeit verbringt Heidegger mit der Familie in dem Schwarzwalddorf Todtnauberg. Hier baut er die weltberühmte Hütte, schreibt er ein einzigartiges Buch, Sein und Zeit. In der Generation, die ich dann miterlebt habe auf der Universität bei den Philosophiestudenten, war es das maßgebende Buch. Das war ganz eindeutig klar, ganz egal von welchen Richtungen man kam und auch von politischen Umständen ganz abgesehen, dass Sein und Zeit eigentlich so fast, könnte man sagen, die Philosophie eingeteilt hat bis 1927 und nach 1927. Heideggers Denken sucht. Es setzt ein Fragen in Gang, das dem, was ist, entspricht und das gewohnt Gewöhnliche vom Andrang des Selbstverständlichen befreit. Mag der Feldweg seines Pfades sicher sein. Sein Zuspruch ist für Heidegger nicht durch Start und Ziel umrissen. Denn der Denkweg mündet, statt in abschließenden Antworten und Weltformeln, im Ungesagten des bisher Gedachten. Nicht im Überholten, sondern im noch nicht Eingeholten, das in der gewohnten Alltagssprache, in der Zwecksetzung wissenschaftlicher Terminologie, im Begriffssystem philosophischer Konstruktion leicht ums Wort gebracht wird. Der Verzicht auf die Ablenkung lässt, was ist, sein, weckt den Zug ins Weite, ins doppelte Einst der Zeiten, in die lange Herkunft und in die weitere Zukunft, stärkt die Sammlung und macht heimisch im bewegten Verweilen beim Einfachen. Die entscheidende Erfahrung meines Denkens. Und das heißt zugleich
für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Und diese Frage ist deshalb von Bedeutung, weil wir im abendländischen Denken das Wesen des Menschen dadurch bestimmen, dass er in Bezug zum Sein steht und existiert, indem er dem Sein entspricht. Er hat die Auffassung, die Metaphysik habe immer nur gefragt nach dem Seienden als Seienden. Zwar wurde diese Frage gestellt aus der Offenbarkeit des Seins, aber die Offenbarkeit des Seins selbst wurde nicht ausdrücklich thematisiert oder als solche bedacht. Dieses Fundament, das Bedenken des Seins, hat er früher gefasst als Fundamentalontologie. Im Gegensatz zur Ontologie, Metaphysik wäre Ontologie, Bedenken des Seienden als Seienden, und ihr gibt das Fundament, die Fundamentalontologie. Das Bedenken des Seins nun ist Thema geblieben bis in die spätere Entwicklung Heideggers hinein. Allerdings, wenn man den Vortrag liest, der den Titel von Sein und Zeit umkehrt, nämlich Zeit und Sein, dieser Vortrag, der aus dem Jahre 1962 stammt, dann will er die Metaphysik ihrem Schicksal überlassen. Er distanziert sich dort mehr von Metaphysik, und in seiner Schrift Identität und Differenz scheint er dann auch das Sein hinter sich zu lassen und nur noch das Bedenken der Differenz als Thema des Denkens zu bezeichnen. Da müsste man vielleicht noch bedenken, die berühmte Vorlesung Was ist Metaphysik, die in meiner Studentengeneration einen ungeheuren Eindruck gemacht hat. Das war die Antrittsvorlesung, als er die Nachfolge von Husserl in Freiburg angetreten hat. Die hat uns nun zunächst also so beeindruckt durch ihre ganz unphilosophische Sprache, also unphilosophisch hier nicht als Tadel gemeint, aber was man von philosophischen abstrakten Werken sonst kannte. Da ist von der Angst die Rede, und da wird die Metaphysik in Zusammenhang mit dem Nichts gebracht, dass der Mensch so über das Sein hinausgehen kann und erst von einem Jenseits des Seinen her dann durch diesen Umweg gleichsam in die Lage kommt, das Seiende im Ganzen, wie er da immer formuliert, zu erfassen. Und dieses Hinausgehen bedeutet eben einen Gang ins Nichts, den kann der Mensch aber von sich hier nicht herbeiführen, der geschieht in der Angst. Ich erwähne das jetzt in dem Zusammenhang, weil diese Wendung, die zwar im späten Heidegger aufgehoben wird, die Voraussetzung bleibt, wenn man schon mal, und das will ja die Metaphysik tun, über das Seiende hinausgeht, dann kommt man nicht zu einer von Heidegger, den späten Heidegger ja formuliert, seienden Gottheit an, sondern im Nichts. Und wenn er jetzt vom Sein redet, dann ist das Sein nicht für ihn ein Rückfall in die Metaphysik, sondern das Sein ist gegenüber dem bestimmten und konkreten, fassbaren Seienden, auch einer Gottheit, eben nach wie vor als ein Nichts anzusetzen. Wenn überhaupt die Gottesfrage philosophisch gestellt werden kann, dann kann sie nur gestellt werden innerhalb der Offenbarkeit des Seins. Vom Sein aber führt dann der Weg zum Heiligen, vom Heiligen zu Gottheit. Und dann fügt Heidegger bei, von da aus kann man dann bestimmen, was das Wort Gott nennen soll. In seiner Schrift über Identität und Differenz setzt er sich ab vom Gott der Metaphysik. Er fügt aber bei, dass dadurch das Denken wohl dem göttlichen Gott, dem wahrhaft göttlichen Gott, näher sei als das Bemühen der Metaphysik. Infolgedessen sein Denken ist zu Gott hin offen.